Seit Wochen bleiben sich die schwarz-blaue Landeskoalition und die rote Soziallandesrätin Birgit Gersthofer nichts schuldig. Der Konflikt um das Sozialbudget steuert bei der Budget-Landtagssitzung kommende Woche auf einen Höhepunkt zu. Ich halte weiter dagegen, kündigt Gersthofer im Interview an. OÖ-Nachrichten, ÖVP und FPÖ schießen sich seit Wochen auf sie wegen des Sozialbudgets ein. Wie sehen Sie diesen Konflikt? Birgit Gersthofer, ich glaube, ÖVP und FPÖ brauchen einen Feind. Die Grünen geben das momentan nicht her, jetzt bleibe eben nur ich übrig. Ich gehe davon aus, dass das nicht mit dem Budgetlandtag kommende Woche zu Ende ist. Motiviert Sie dieser Zwist oder nagt er an Ihnen? Wenn ich mir anhören muss, ich soll meine Koffer packen, geht das sicher ins Persönliche, keine Frage. Da braucht man einen guten Schutzschild. Da werden Grenzen überschritten. Dass man einzelne Mitarbeiter in der Sozialabteilung persönlich angreift, ist ein Wahnsinn. Vor allem aber geht es nicht um mich oder darum, ob ich das aushalte. An unserer Arbeit hängen viele Menschen, die nicht auf der Sonnenseite sind. Denen fühle ich mich verpflichtet. Der Landeshauptmann hat unterschrieben, dass unser Budget um 5% im Jahr steigen wird. Am 15. Oktober war die Nationalratswahl, und 8 Tage später hat er diese Zusage widerrufen. Politik bedeutet aber auch, auf geänderte Voraussetzungen zu reagieren und Ziele neu zu definieren. Halten Sie es nicht für legitim, dass man im Sinne einer Budgetkonsolidierung das Plus im Sozialbudget reduziert? Wir haben 2 Jahre lang keine andere Botschaft gehört, als dass die 5% plus halten. Auf dieser Basis haben wir unsere Planungen ausgerichtet. Es wird doch keiner glauben, dass das keine Konsequenzen hat, wenn wir jetzt plötzlich jährlich 20 Millionen weniger haben als geplant. Die Steigerungsraten des Sozialbudgets liegen seit vielen Jahren beträchtlich über jenen des Gesamthaushalts. Es kann doch kein Naturereignis sein, dass man im Sozialressort nicht auch effizienter wirtschaften kann. Man hat 2008 im Landtag ein Chancengleichheitsgesetz beschlossen, einstimmig. Wir sind jetzt dazu verpflichtet, diese Vorgaben für Menschen mit Beeinträchtigung zu erfüllen. Dann haben wir die Herausforderung der demografischen Entwicklung, wie soll denn das funktionieren, wenn sich einerseits die Zahl der über 80-Jährigen in den kommenden Jahren verdoppelt und die Zahl der Pflegebedürftigen um 57% steigt und andererseits das Budget jährlich nur indexmäßig mehr wird. Das geht sich nicht aus. Wir haben im Projekt Sozialressort 2021 plus rund 75 Dienstleistungen durchleuchtet und Reformmaßnahmen ausgearbeitet. Das wäre auch nicht leicht umzusetzen gewesen, aber eben fließend und nicht abrupt. Sicher weiß ich, dass man gewisse Dinge neu ordnen muss. Aber jetzt ordnen wir sie auf die schlimmste Weise, mit einem abrupten Schnitt im Budget. Jahrelang haben wir gehört, dass Oberösterreich Spitzenreiter oder Champions League sein soll. Nur dass wir die beste Pflegequalität im Ländervergleich haben, soll nicht erlaubt sein. Jahrelang wurden im Sozialressort mit Nachtrag Budgets Löcher gestopft, immer wieder wurden Einrichtungen eröffnet, deren Betrieb nicht gedeckt war.